Wieder solche Dinge. Sollten wir aufpassen, dass wir sie nicht berühren. Willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind immer noch in Vanaboris und suchen nach den nächsten zwei Kontrollsiegeln, die damit auch die letzten sein werden. Und ja, danach geht's dann gegen den Donnerfluch, der laut euch der schwierigste Fluch sein soll. Ich bin schon mal gespannt und auch, ja, ziemlich hyped, habe auch ein bisschen Angst, also gehört gerade alles dazu. Und ja, ich muss aber auch erstmal schauen, wie ich darauf komme. Ich denke mal, es hat ein bisschen was mit dem Stromkreis zu tun. Weil anders kann ich mir jetzt gerade nicht denken, wie ich darauf komme. Kann ich noch auf die Plattform da? Ja. Weil guck mal, ist das irgendwo mit verbunden? Nee, anscheinend nicht. Also von hier aus können wir es anscheinend noch nicht öffnen. Das bedeutet, wir gehen noch einmal raus. Vielleicht von hier außen kann man es irgendwie erreichen. Was ist eigentlich mit dem Ding hier los? Das will irgendwie nicht weggehen. Habe ich recht, ne? Was war denn das für ein Satz jetzt gerade? Aber okay. Dann. Ja, also von hier aus können wir ja eigentlich jetzt auch nicht erreichen. Nichts erreichen, oder? Ich sehe zumindest jetzt keinen Weg. Oder warte mal. Ist das magnetisch hier? Nee. Hat jetzt auch nicht viel, so viel Sinn gemacht. Im Stasis-Modul kann man eh nichts machen. Kann man hier ran klettern vielleicht? Nee. Leider auch nicht. Ja, okay. Dann schauen wir uns noch da hinten kurz um. Aber eigentlich sind wir auch schon mal hier rausgelaufen. Aber wir müssten ja irgendwie zum Kopf. Aber wir können auch nirgends so raufklettern. Ja, also man kann ja den Stromkreis an der Decke sehen. Aber ja, so genau weiß ich leider auch nicht, ob das dann was bringt, wenn wir dann den Stromkreis bis dahin verbinden. Gut, gibt es... Ah, da kann man aber auch noch mal ein Stück rauf. Weiß jetzt aber gerade nicht, ob wir das sollen. Okay, wir werden aber jetzt, glaube ich, erstmal dann den Stromkreis an der Decke aktivieren. Weil damit sollten wir dann ja schon mal mindestens testen können, ob das funktionieren könnte. Aber nein, eigentlich ist der Stromkreis doch für da hinten gedacht. Also eigentlich sollten wir es nicht so schaffen können. Ah, dort können wir was freisprengen. Okay, gut. Für eine Kiste. Die nehmen wir mit. Eine Metallkiste sogar. Boah, wieder Abfall. Ah, da oben geht's auch weiter. Ja, okay. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz zurück und mir das da oben angucken. Ist diese Öffnung begehbar? Ja, das ist sie. Okay, gut. Dann müssen wir uns höchstwahrscheinlich irgendwo rausstellen oder so. Und dann mal drehen hier. Wenn wir da mal oben raufkommen. Ja gut, wenn wir das drehen müssen, dann sollten wir am besten mal hier irgendwie rauf. Ja, gehen wir mal hier hin. Okay, dann werden wir es mal drehen. Wow! Jetzt habe ich direkt mitgeschoben. Ich wusste gerade nicht, dass das in die Richtung geht. Ja, okay, dann müssen wir wohl hier hin. Ich versuche aber eigentlich auch gerade den größten Pfeiler zu finden, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob wir den schon gefunden haben. Wir könnten versuchen, darauf zu kommen. Von hier aus, aber es würde ein Risiko mit sich nehmen. Aber die Fackel. Nee, es muss eigentlich was mit dem... Mit dem, Dings.
Mit den Elektro-Dings, nein, nicht mein Ernst jetzt. Ach Gott. Irgendwas auf jeden Fall mit den Elektro-Dingern zu tun haben, weil die Fackeln leuchten ja immer dann, wenn man, deaktiviert hat. Ach, da komm ich rauf. Oh mein Gott, Junge! Wieso falle ich da immer runter wie so ein faules Stück Scheiße? Entschuldigung für den Ausdruck. Man merkt schon, ich bin schon wieder leicht getriggert. Aber... Oh, von hier aus können wir vielleicht die Öffnung erreichen. Ja, das könnte klappen. Aber ich glaube, jetzt ist der höchste Punkt erreicht. Oh, wir können uns natürlich auch mit der Windbombe dahin sprengen, aber... Nee, machen wir nicht. Ich glaube, wenn wir... Ach, scheiß die Wand an, Mann. Okay, aber dann werden wir jetzt einfach mal testen, ob wir mit dem Stromkreis das nun machen können. Weil eigentlich ist ja da oben eine Fackel, die wir dann damit aktivieren können. Gut, da ist auf jeden Fall der Stromfluss. Perfekt. So hat nun alles wieder mal funktioniert. Gut, ich bin echt sehr zufrieden mit meiner Leistung bisher in dem Titan. Holy shit, Mann. Oh, ja. Wieder solche Dinge. Sollten wir aufpassen, dass wir sie nicht berühren. Sehr gut, das hat super geklappt. Bro, und wenn ich im Schleim liege, dann kann ich auch nicht viel machen. Wir brauchen einen Bogen. Ja gut, nehmen wir einfach mal Elektropfeile. Und öffnen gleichzeitig einfach die Truhe. Mit einem Ritterschild, den wir sogar einsammeln können. Sehr gut. Okay. Eine verschlossene Tür. Wie öffnen wir die? Sind die Dinger da hinten magnetisch? Nein, sind sie nicht. Ist das hier magnetisch? Auch nicht. Stasis? Ja. Okay. Gut, dann können wir die bestimmt bis hier hinten hinschlagen. Versuchen wir mal. So. Obwohl, warte mal, vielleicht sind die ja manchmal auf diesen... Vielleicht müssen die auch auf diese roten Markierungen da. Ja, nehmen wir jetzt mal eine Fackel. Fuck, die können wir nicht stoppen. Okay. Dann denke ich mal, können wir jetzt hier nicht mehr viel machen. Okay, wir müssen auf jeden Fall dann nach oben. Ja. Ich muss mal gucken. Vielleicht finden wir noch einen größeren Weg. Oder höheren, eher gesagt. Müssen wir jetzt mal schauen. Aber eigentlich dachte ich, dass wir gerade schon den höchsten Weg gefunden haben. Naja. Wir können ja noch mal ein bisschen ausprobieren. Deswegen gehen wir jetzt noch einmal hoch. So, da oben ist die Fackel. Warte mal. Wo ist der Weg? Da hinten. Warte mal. Ach, blö. Als ob du da nicht hochkommst. Nee, warte mal. Der Weg ist gerade verschlossen, oder? Warte mal. Da war doch eine Öffnung. Hier oben. Jetzt könnten wir sie erreichen, aber sie ist weg. Hä? Oder bin ich auf der falschen Seite? Ich bin auf der falschen Seite. Ach so, okay. Ah, warte mal. Gucke ich? Nee, ich gucke in die falsche Richtung. Da müssen wir rein. Aber da waren wir doch gerade. Warte mal. Okay, drehen wir nochmal kurz. Vielleicht sehe ich es auch gerade nicht. What the fuck? Wo ist das eine Loch hin? Ich sehe es nicht mehr. Hier waren wir gerade drin. Da ist kein Loch. Okay. Dann habe ich es wohl nicht richtig gesehen. Okay, ja gut, dann weiß ich also, was habe ich denn da für ein Loch gesehen? Gut, da müssen wir wohl einen anderen Weg finden. Es gibt aber auch noch einen, ja, eine Steuereinheit dort oben.
Diese Mitte, der mittlere, diese mittleren Treppen. Vielleicht könnte ich die noch benutzen, weil guck mal, das sind ja wie Plattformen geformt gerade. Das bedeutet, wir könnten die vielleicht in der Mitte benutzen. Ja, die kommen eigentlich auch ganz gut runter. Gucken wir jetzt mal, ob wir das so schaffen, wie ich es mir erdenke. Schauen wir mal hier hin. Oh nee, warte mal. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Fuck, wir müssen zur anderen Seite. Zu der nehme ich. Hä, Link? Wieso bist du aus der Pust? Nee, warte mal. Wir müssen da rein. Jetzt. Okay, gut. Und jetzt geht's weiter. Okay, ja, hier ist zumindest ein Weg, wie ich schon dachte. Gut, wir könnten da raus, aber das ist immer noch nicht die Front, oder? Ne. Hä, doch, doch, doch! Da! Da ist das, was ich gesagt habe. Okay. Okay. Okay, wir müssen es höchstwahrscheinlich im letzten Moment stoppen. Warte mal. Ja, wir lassen es noch ein bisschen weiter vorbeigehen. Jetzt. Gut. Ah, nee, warte mal. Es läuft ja noch ein bisschen durch, ne? Deswegen sollten wir lieber nochmal nur um Kreisung warten. Ich muss aber mir mal angucken, welche Plattform wir nehmen können. Um da hinzukommen. Welches? Ja, wir drehen das jetzt einfach mal. Weil ich denke mal auch, dass der Stromkreis... Ja, der Stromkreis wird pausiert. Okay. Gut, 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 gut. Da habe ich schon richtig gedacht, dass ich da perfektes Timing brauche. Ja, ich suche jetzt gerade nach einer guten Möglichkeit, darüber zu fliegen dann. Aber eigentlich würde das nur mit der Windbombe gehen. Wann ist der Stromkreis eigentlich wieder aktiviert? Jetzt, ne? Ja. Oh, warte mal! Ja, wir können uns doch da reinstellen in die Lücken! Jetzt sehe ich es auch. Ja, perfekt, okay. Dann war das viel leichter, als ich dachte. Okay, gut. Ja, wir könnten zwar jetzt uns hier reinstellen, das wird uns jetzt aber nichts bringen, weil da unten ist ja die Luke jetzt noch nicht offen. Sondern wir holen uns jetzt einfach hier. Da stellen wir uns rein. Ja, okay, cool. Gut, okay. Dann hätten wir die Kontrolleinheit da vorne auch. Und ich denke mal, ganz oben werden wir dann auch bald bekommen können. Oh, super. Ey, ich bin echt richtig stolz darauf, dass ich das einfach hingekommen habe. Wie geil. Also ich weiß, ich sehe nicht immer alles auf den ersten Moment, aber es ist das erste Mal, dass ich das Spiel hier spiele, diesen Titan zumindest halt. Ich denke mal, da kann man schon ein bisschen Nachsicht haben, weil ich meine, ich gebe mir mein Bestes, denke die ganze Zeit nach. Also ich hoffe, ihr seid da nicht so ein bisschen beleidigend dann in den Kommentaren, weil ich denke mal, jeder von uns war am Anfang ein bisschen... fragwürdig unterwegs. Es ist halt einfach nur der Nachteil, dass ich gerade hier aufnehme. Deswegen, also ich denke mal, bei jedem würde es genauso dumm aussehen. Und wenn nicht, dann könnt ihr doch auf euch selber stolz sein, oder Leute? Dann seid ihr doch richtig gut dabei gewesen, oder? Dann danke ich euch auch schon mal jetzt schon mal für die Unterstützung, dass ihr euch das anschaut. So, okay. Die Kontrolleinheit. Wo befindet sich die? Unter mir höchstwahrscheinlich. Okay, ganz unter mir. Wir müssen rumgehen nochmal kurz. Ja, perfekt. Und dann. Okay, wir müssen irgendwie nach da unten. Wir können hier anscheinend noch Strom aktivieren. So.
Okay, ich bin gerade nicht so... damit werden Fackeln endlich uns gezeigt. Okay, noch ein bisschen weiter. Ja, damit kommt die schon mal zum Vorschein. Aber wir müssen auch die andere drehen. Wann kommt die denn? Hallo? Fackel. Okay, anscheinend lässt sich ja das andere Ding nicht damit drehen. Ja gut, dann werden wir jetzt erstmal das... Die Fackel uns holen, ja. Perfekt. Okay, und jetzt müssen wir herausfinden, wie wir das hier holen. Oh, warte mal, könnten wir nicht... Ich frage mich halt gerade, was das bewirkt. Ich habe jetzt gerade noch nicht so richtig den Sinn dahinter gesehen. Aber irgendwas werden wir damit schon irgendwie bezwecken können. So. Dann sollten wir mal in ihn reingehen. Wo befindet sich denn der Eingang dazu? Guten Morgen. Okay, ich weiß da nicht was... Ah, doch, da geht's noch weiter runter. Perfekt. Sind wir am Anfang? Okay, dann lass uns noch einmal zurück. Ach, warte mal. Wir sind, glaube ich, falsch gegangen. Weil da ist ja der Eingang. Oh, warte mal. Da kommen wir durch. Link, los. Oh, das gibt's doch nicht. Was machst du denn? Okay, aber... Da müssen wir jetzt wohl durch. Ja, okay. Ja gut, das habe ich dann vorher wohl nicht gesehen. Dann lassen wir mal durch, Bro. Wann kommt die nächste Öffnung? Hallo? Wir warten immer noch. Da ist er. Perfekt. Gut, dann gehen wir durch. So, da oben müssen wir rein. Gut. Oh, warte mal, da können wir direkt gucken. Ja. Ah, ne, warte mal, jetzt sind wir ja wieder hier. Ja, okay, dann muss man das doch irgendwie lösen können. Aber ich bin immer noch nicht richtig drauf gekommen, wie man diese Tür da hinten öffnet. Warte mal, oder muss man doch die zwei Fackeln dann aktivieren? Und dann öffnet sich die Tür. Das kann ich mir vorstellen, aber... Wie aktivieren wir denn dann die andere Fackel? Brauchen wir dafür die andere Elektrokugel noch? Das könnte natürlich sein... Müssen wir uns mal anschauen. Ja, hier gibt es noch eine Chest, aber da eh alle Abfall waren bisher. Ja, okay, es gab ein paar gute, aber darum denke ich jetzt mal nicht nach. Okay, wir suchen jetzt einfach nochmal nach einer Elektrokugel. Ich denke mal, die könnte ein guter Schritt in die richtige Richtung sein. Hier ist nochmal ein... Boah, ich denke mal ein Gitter. Okay, lass uns dann hier das nochmal versuchen zu drehen. Damit wir da oben in die Öffnung können. Warte mal, wir sind jetzt hier. Gut, dann drehen wir das einmal. Und dann müsste sich irgendwann der Stromkreis auch wieder verbinden. Gut, noch einmal drehen. Und dann verbindet sich das wieder. Ja, perfekt. Und dann... Dreht sich das auch wieder? Das dreht sich nicht. Ach so, weil in der Mitte jetzt gerade noch nicht der Stromkreis aktiviert ist, ne? Doch, der ist aktiviert. Okay. Ja gut, dann denke ich mal, müssen wir den Weg da oben verfolgen. Ah, okay, dann müssen wir es einfach nochmal ein bisschen weiter drehen. Gut, das habe ich dann wohl nicht gesehen. Alles okay. Wir sterben ja zum Glück nicht darum... Dass wir die Rätsel nicht können. Rätsel sind jetzt auch in Zelda nie so einfach gewesen. Deswegen, Leute, wenn ihr die nicht direkt schafft, ist überhaupt kein Problem. Aber versucht's einfach mal, weil sogar ich krieg's hin, obwohl ich eigentlich mit Rätseln überhaupt nichts anfangen kann. Am meisten mit den Legends of Zelda-Rätseln. Also ich bin echt sehr zufrieden, dass ich bisher den Titania ohne Hilfe hinbekomme. Also immer unterstützend sein für Leute, die etwas hier hinbekommen. Sonst... sind sie sehr schnell frustriert und haben dann keinen Bock mehr auf Zelda. Und wenn die dann verpassen, was noch Geiles danach kommt,
Das wäre einfach zu schade. Deswegen einfach helfen und zwar auf eine nette Art und Weise. So. Hier müsste ja auch noch eine Metallkugel sich irgendwo befinden. Ja, die müsste auf jeden Fall in der Nähe sein, weil hier haben wir ja die letzten zwei eingesetzt. Warte, mache ich von hier oben. Ja, gut, dann mal Aufzug bitte, 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 bitte. Ja, gut, einmal hoch, danke. Okay, der Kollege ist auch weg. Warte mal! What the fuck? Wie dumm! Fuck, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, dann ist ja zumindest mal gut, dass wir dann hier hingekommen sind, zum Glück. Okay. Wie gesagt, brauchen wir jetzt noch die Elektrokugel. Ach, das ist nicht aktiviert, der Aufzug. Okay, es geht noch weiter hoch. Dann holen wir uns halt noch eine Kugel von da oben. Das ist irgendwie auch ein bisschen komisch da. Sieht irgendwie aus wie Eis, aber denke mal jetzt, dass das nicht so viel bewirkt. So, dann noch einmal hoch. Okay. Hm. Wo waren denn eigentlich nochmal die zwei Elektrokugeln? Na, Mist. Das müssen wir nochmal herausfinden. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Naja, okay. Da müssen wir auch irgendwann lang. Da ist das Auge endlich. Weil dann können wir auch da endlich lang. Perfekt. Ah, damit hätten wir uns auch eine Abkürzung machen können. Hier ist ja auch noch ein Stromkreis. Aber da habe ich leider echt keine Ahnung, wie wir den verbinden sollen. Hä, warte mal, das können wir doch verschieben. Hä, warum ging das denn vorher nicht? Brrr, und jetzt verschiebt sich das andere auch nicht. Ah, okay, es kommt auf die Richtung an, in der man das dreht. Ach so. Ja, alles klar, okay. Ja gut, damit haben wir mindestens auch das andere Kontrollsiegel gefunden. Also hat diese Dummheit auch mal wieder was Gutes an sich gehabt. Deswegen, Leute, es passiert einfach. Und habt ein bisschen Glück. Dann schafft ihr das schon. Ich versuche einfach so unterstützerisch wie möglich zu wirken. Weil ich denke mal, es gibt bestimmt auch unter euch Leute, die bestimmt sehr viele Schwierigkeiten mit diesem Titan haben werden. Ich hatte ja beim Wassertitan ja total gefailt. Toll gemacht. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Sehr gut. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Da musst du jetzt hin. Alles klar. Aber sei weiter auf der Hut, ja? Machen wir. Gut, Leute. Dann wird es im im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir uns dann mit dem Donnerfluch beschäftigen. Den wohl stärksten Fluch, den es so gibt. In The Legend of Zelda. Um den nicht zu verpassen, einfach den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr den auf gar keinen Fall verpassen. Also dann, Leute, sehen wir uns im nächsten Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao! Das war's mit dieser Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Um weitere Folgen nicht mehr zu verpassen, drück in der Mitte und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn euch der Part generell gefallen hat, like das Video. Um das ganze Let's Play ohne Unterbrechung zu schauen, klicke hier auf die Playlist. Um ein anderes Video zu sehen, drücke hier.